Nach 4 Wochen Pause ist sie wieder da, die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Und wir melden uns zurück mit einer echten Spitzenbegegnung, nämlich zwischen Borussia Düsseldorf und dem TTC Metabo Frickenhausen. Damit herzlich willkommen in Düsseldorf im Tischtenniszentrum am Staufenplatz. Ja, die Mannschaftsweltmeisterschaft in Malaysia, die ist Geschichte. Gleiches gilt für die deutsche Einzelmeisterschaft. Und das bedeutet, ab sofort gilt die ganze Konzentration wieder der Tischtennis-Bundesliga. Und da befindet man sich im Moment ja, zumindest was die Vorrunde angeht, in einer ganz entscheidenden Phase. Um Ihnen das zu verdeutlichen, schlage ich vor, wir werfen gemeinsam mal einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation. Und da sehen wir die beiden heutigen Kontrahenten, Düsseldorf und Frickenhausen. Sie sind Tabellennachbarn auf den Plätzen 2 und 3. Das bedeutet, beide sollten die Playoffs sicher erreichen. Die Frage, schafft es eine der beiden Mannschaften auf Platz 1 oder 2 die Vorrunde zu beenden, was ja freilos bedeuten würde für das Viertelfinale in den Playoffs. Also, es ist für einige Spannung gesorgt heute im Spitzenspiel zwischen Düsseldorf und Frickenhausen. Freuen Sie sich unter anderem darauf. Die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste gegen den derzeit besten Bundesligaspieler. Wladimir Samsonow aus Düsseldorf trifft auf Frickenhausens Ding Song. Mehr von diesem Spitzeneinzel gleich. Und TV Spielfilm, Ihre Programmzeitschrift, wünschen gute Unterhaltung. Zurück in Düsseldorf, zurück im Tischtenniszentrum am Staufenplatz. Gleich geht es los, unser Spitzenspiel zwischen Düsseldorf und Frickenhausen. Das Hinspiel übrigens endete mit einem glatten 6:2 Erfolg für Düsseldorf. Damals allerdings war Frickenhausens Nummer 2 Ding Yi verletzt. Er musste beide Spiele mehr oder weniger abschenken. Auf der anderen Seite interessant aus Frickenhäusers Sicht. Die Nummer 1 Ding Song, er ist der beste Spieler bisher in der Saison der Tischtennis-Bundesliga. Er hat erst 3 Niederlagen, 2 davon allerdings aus dem Hinspiel gegen Düsseldorf. Da ist also so etwas wie Revanche angesagt. Wichtig auch für die Düsseldorfer Jörg Roskopf, der sich in Malaysia ja verletzt hat und der deshalb auch am vergangenen Wochenende bei der deutschen Einzelmeisterschaft nicht hat teilnehmen können. Er wird heute seiner Mannschaft zur Verfügung stehen. Alles Weitere zu den Teams jetzt vom Kommentator von Haya Wolf. Ich wünsche beste Unterhaltung. Sein Einkauf hat sich für Frickenhausen schon jetzt bezahlt gemacht. Eine Nummer 1 der Extraklasse, Ding Song. Schon 42 Jahre alt, aber immer noch für jeden Gegner gefährlich. Ding Yi. Mit 15:4 Siegen derzeit der erfolgreichste Spieler im zweiten Bundesliga-Parkkreuz. Der Mann mit den gefürchteten Aufschlägen, Yan Zing-Chu. Die Nummer 4 der Schwaben, Linkshänder und Doppelspezialist, Wang Yan-Chen. Wenig Einsätze in dieser Saison, aber wichtig als Ersatzmann und als Coach der Pole Piotr Skierski. Bundesliga, Champions League, Pokal, Nationalmannschaft, von ihm erwartet man immer Siege. Düsseldorfs Topspieler Wladimir Samsonow. Trotz Boll, Wosig, Franz oder Fetzner, Deutschlands Mr. Tischtennis heißt immer noch Jörg Roskopf. Die Mannschafts-WM in Malaysia lieferte den Beweis für seine aktuelle Topform. Borussias Nummer 3, der Abwehrkünstler Koji Matsushita. Gerade wurde er dänischer Meister, deshalb Glückwunsch an Martin Monrad. Viele Mannschaften beneiden Düsseldorf um dieses 18-jährige Supertalent Michael Mace. Im Doppel, da durfte man eigentlich ein Klassenspiel erwarten zwischen Jörg Roskopf und Wladimir Samsonow und dem Duo aus Frickenhausen, Ding Song und Wang Yan-Chen. Denn laut Saisonbilanz bilden diese 4 Herrschaften die derzeit besten Bundesliga-Doppel. 12:2 Siegen von Roskopf, Samsonow, die wir hier vorne sehen, stehen 10:3 Erfolge von Ding Song und Wang Yan-Chen gegenüber. Zwar geht Samsonow hier hoch hinaus, er befördert den Ball ganz oben in die Heizungsanlagen, aber ansonsten müssen wir es so sagen, der direkte Vergleich wurde nicht zum absoluten Highlight und das lag vor allem an den Düsseldorfern. Sie hatten Riesenprobleme, speziell mit dem variablen Angriffsspiel von Ding Song, der ja eigentlich als Abwehrspezialist bekannt ist. Roskopf und Samsonow, die amtierenden Europameister, sie konnten eigentlich nur bis Mitte des ersten Durchgangs so einigermaßen mithalten. Hier eine Aufschlagstudie von Ding Song. Er schlägt das Service sehr, sehr verdeckt, um das mal milde auszudrücken.
exzellenter Doppelspieler, genauso wie sein Partner Wang Yanchen, der Linkshänder, den wir jetzt links hinten im Bild sehen. Immer wieder sehr aggressiv, Ding Song versuchte immer den erfolgreichen Abschluss. Und damit kamen die Düsseldorfer nicht gut zurecht. Samsonov und Roskopf, ja, schon in der letzten Saison zusammen, bis zu Roskopfs Verletzung. Hervorragende Bilanz, 10:1. Und auch in dieser Spielzeit ja erst 2 Niederlagen. Auch Wang Yanchen probierte sehr viel, riskierte viel. Bei seinen Angriffsschlägen nicht immer klappte es. Aber ansonsten musste man sagen, im ersten Satz eine hervorragende Vorstellung der beiden in Grün und Schwarz, Wang Yanchen und Ding Song. Sie wirkten auch ein bisschen frischer. Wen wundert's, denn während bei Frickenhausen ja nur Ding Yi noch international spielt, hetzen alle Düsseldorfer von Termin zu Termin. So war das gesamte Team zum Beispiel im Einsatz bei der ja gerade zu Ende gegangenen Mannschafts-WM in Malaysia. Viele, viele Satzbälle für das Duo aus Frickenhausen. Und sie nutzen gleich den ersten. Und was war das für eine Reaktion von Ding Song? Großer Respekt bei Jörg Roskopf. Die machen unheimlich Druck, das ist nicht nur ganz, ganz normal. Der Block von ihm, der ist mit Naja, sie blieben auch im zweiten Satz richtig stark. Ding Song und Wang Yanchen. Und es blieb eigentlich so, wie es gegen Ende des ersten Satzes war. Wenig Düsseldorfer Gegenwehr, hervorragendes Spiel der Gäste. 19:9, was für ein Vorsprung. Es überraschte eigentlich nicht, dass Roskopf und Samsonov hier unterlegen waren. Damit musste man schon mal rechnen bei der Qualität der Gegner. Nur wie klar sie unterlegen waren, das war doch wirklich nicht erwartet worden. 21:10, 21:13, ganz klare Sache also für Ding Song und Wang Yanchen. Aber, und das ist ja eine Stärke der Düsseldorfer, wenn die einen patzen, dann springen die anderen in die Bresche. Mace Monrad bezwangen Ding Yi und Chu mit 2:1. Und dabei konnte das Metabo-Doppel zuvor einige Matchbälle nicht nutzen. 1:1 also der Stand nach den Doppeln. Für Jörg Roskopf gab es keine Pause. Ding Song hieß sein Gegner im ersten Einzel. Ja, im Doppel war es ein Satz mit X, nämlich war wohl nichts, aber davon erholte sich Jörg Roskopf ganz, ganz schnell. Im ersten Satz, da beherrschte er nämlich seinen Gegner klar. 21:15 für Roskopf, der sehr aggressiv spielte, fast alle längeren Ballwechsel für sich entscheiden konnte. Ding Song kam kaum einmal dazu, seine gefürchteten, knallharten Vorhand-Topspins anzubringen. Ein bisschen wurde das anders im zweiten Satz. Der Chinese, besonders in der Anfangsphase, der bessere Mann. Er kam auch jetzt besser klar mit den Aufschlägen seines Gegners. Hervorragende Ballwechsel, das eben war ein Beispiel. Es war ein wirklich hochklassiges Match jetzt in dieser Phase. Jörg Roskopf musste aber feststellen, das war nicht mehr der Ding Song, den er kannte aus dem ersten Satz. Große Leistungssteigerung des Mannes aus Frickenhausen. So, und jetzt schauen wir uns mal an,
was das für Aufschläge sind von Ding Song. Kaum zu sehen, um nicht zu sagen gar nicht zu sehen, für seinen Gegenüber. Und dann begleitet er die Aufschläge noch mit einem energischen Fußstapfen. Also eigentlich regelwidrig, aber welcher Schiedsrichter in der Bundesliga nimmt da Anstoß? Ich kenne bislang keinen. Zweiter Satz, also eine Angelegenheit für Ding Song. Wir sind im dritten Durchgang, 14:8 jetzt, die Führung für Ding Song. Man weiß ja von ihm, er braucht immer eine gewisse Anlaufzeit, aber wenn er dann mal in Schwung ist, der 28-jährige Chinese, dann wird es ganz, ganz schwer für alle Gegner. Die Bilanz von 22:3 in der Bundesliga, die spricht Bände. Ja, dieses Spiel kennt man ja eigentlich mehr von Roskopfs Mannschaftskollegen Koji Matsushita, aber dieser Mann beherrscht das mindestens genauso gut und er ist vor allem im Angriff doch um einiges stärker als Matsushita. Deshalb wird er zu Recht wohl als bester Abwehrspieler der Welt bezeichnet. Auf der roten Schlägerseite spielt Ding Song mit den kurzen Noppen. Die Bälle kommen fast ohne Rotation zurück und Roskopf muss da unheimlich aufpassen, dass er bei den Topspins möglichst nach vorne zieht. Und das birgt immer auch eine Fehlerquelle in sich. Klare Führung, 17:11, aber Roskopf, das weiß man, er ist ein Kämpfer. Er kommt ganz langsam, aber sicher noch einmal heran. Ding Song hat in dieser Woche speziell an seinen Aufschlägen gefeilt. Hunderte, wenn nicht Tausende von Aufschlägen hat er gespielt in der Trainingswoche in Frickenhausen. Na, man muss sich gegen Abwehrspieler wie Ding Song jeden Punkt hart erkämpfen. Da geht es nicht ruckzuck Punkt. Nein, nein, das dauert immer einige Sekunden. Es gibt sogar Ballwechsel, die Minuten dauern, wenn man gegen Spieler dieser Qualität antreten muss, die fast jeden Ball wie eine Gummiwand zurückbringen. Herr Roskopf ja auch nicht ganz fit in diese Partie gegangen, hat Probleme mit dem Knie, auch mit der Patellasehne, der Ellenbogen zwickt ein bisschen. Deshalb hat er ja auch die deutsche Meisterschaft abgesagt in Magdeburg. Er hat das erste Finale in der Europa-Liga nicht gespielt. Am Dienstag allerdings, da will er beim Rückspiel in Hannover wieder dabei sein. Wie sagte doch der Physiotherapeut Hans-Dieter Hanus, ja, der Jörg Roskopf, er müsste eigentlich ein bisschen kürzer treten, aber er schont seinen Körper nicht, lässt ihm keine Ruhe. Jörg Roskopf ist immer noch, auch mit 30, ganz, ganz ehrgeizig. Jetzt versucht er, ein schier aussichtsloses Unterfangen, nämlich nochmal gegen diesen Mann aufzuholen. 14:19 der Rückstand für Roskopf. Im Hinspiel, da konnte er Ding Song ja schlagen mit 2:1. Ganz knapp war es damals, 19 im dritten. Aber Ding Song ist zu gut, als dass er sich das nochmal gefallen lassen würde. Er steht vor einem Sieg gegen Jörg Roskopf. Ding Song kam ja aus Bad Honnef nach Frickenhausen und schon jetzt muss man sagen, das war ein Volltreffer, dieser Einkauf. Er ist wirklich eine absolute Bank, die Nummer 1 des TTC Metabo. Ja, sowas mag natürlich auch Roskopf sehr gerne. Nicht das letzte Risiko gegangen von Ding Song bei diesem Aufschlag und schon kommt die knallharte Vorhand, nur noch 19:17 für Ding Song. Na, er weiß selbst, was er falsch gemacht hat. Jetzt muss er sich gefallen lassen, dass Ding Song 3 Matchbälle hat.
Und da ist es aus. Ding Song macht den erhofften Punkt für Frickenhausen gegen Roskopf. Im fünften Aufeinandertreffen dieser beiden gibt's den dritten Erfolg für den Chinesen. Reaktionen danach, eingefangen von Detlef Watzke. Letzter Mal gegen Roskopf. Ich gehe für Roskopf sehr hart. Heute ist zu weich. Was hat Jörg Roskopf falsch gemacht? Ja, aus meiner Sicht hat er im zweiten Teil des Spiels, im zweiten Satz und auch am Anfang im dritten Satz zu viel die Seite gewechselt. Ich hatte den Eindruck, er sollte eher in der Rückhand bleiben von ihm und dann wechseln und nicht von vornherein mal in der Vorhand anfangen, mal in der Mitte anfangen, mal in der Rückhand anfangen, sondern empfiehlt ein bisschen Ruhe in seinem Spiel. Sieg also für Ding Song gegen Roskopf, aber auch Sieg für Samsonov gegen Ding Yi, der sich tapfer wehrte und im zweiten Satz schon 20-16 geführt hatte. Einen Abwehrspieler der Spitzenklasse haben wir mit Ding Song schon gesehen. Wir wollen uns jetzt mal den zweiten anschauen. Düsseldorfs Japaner Koji Matsushita. Das ist Wang Hyun-chen, Matsushitas Gegner, 38 Jahre alt, ein alter Bekannter in der Tischtennisszene. Er spielte lange in Lübeck, zuletzt auch als Spielertrainer, bevor er zu Saisonbeginn nach Frickenhausen kam. Koji Matsushita gewann den ersten Satz gegen Wang Hyun-chen mit 21-16. Und da hatte man eigentlich auch nie das Gefühl, dass der Japaner irgendwie in Gefahr kommen würde. Er war klar der bessere Mann. Ansonsten Wang Hyun-chen eigentlich mit ganz geschicktem Spiel. Er streute immer wieder mal kurze Stops ein, variierte viel. Matsushita musste ganz schön viel laufen. Das ist natürlich Tischtennis vom Allerfeinsten zwischen Wang Hyun-chen und Koji Matsushita. Diese beiden standen sich ja auch schon im Hinspiel gegenüber. Damals gab es ein 2-1 Satzerfolg für Matsushita. Ja, wirklich ein toller Ballwechsel zum 11-5 in dieser Situation für Wang. Und der Mann aus Frickenhausen konnte seinem Gegner das Spiel aufzwingen und er schaffte es. Er glich aus in den Sätzen 21-14, also holte er sich den zweiten Durchgang. Jetzt sind wir im entscheidenden dritten. So kennt man natürlich Koji Matsushita, mehrere Meter hinter der Platte stehend, bringt er die unmöglichsten Bälle wieder zurück. Aber in dieser Situation dann doch der Punktgewinn für Wang Hyun-chen. Matsushita spielte zuletzt ja eine hervorragende Mannschafts-WM in Malaysia. In 8 Einzeln verlor er nur gegen Kong Linghui aus China. Er gewann auch beim 3-2 gegen Deutschland beide Spiele. Und in Düsseldorf bedauern sie es sehr, dass er gehen wird in der nächsten Saison. Matsushita ja bei Bordeaux in Frankreich unter Vertrag. Ja, da kommt selbst ein Koji Matsushita nicht mehr ran an diesen Ball. Er steigerte sich gegenüber dem zweiten Satz, führt jetzt in der wichtigen letzten Phase im dritten Durchgang mit 3 Punkten. Es ist ja nicht so, dass Koji Matsushita nicht angreifen kann. Manchmal vergisst er es, so sagt Andreas Preuß, sein Trainer. Da müssen wir ihn immer wieder mal dran erinnern. Aber jetzt macht Wang Hyun-chen ziemlich leichte Fehler und verschafft Matsushita einen großen Vorsprung. 5 Punkte jetzt für den Japaner. Und da sind sie, die Matchbälle für Koji Matsushita.
Mit diesen Rückhandaufschlägen, da bereitete er seinem Gegner doch einige Probleme. Und schauen Sie sich an, was dieser Mann zurückbringt. Unglaublich, ein bisschen zu lang, allerdings diese Rückhand. Koji Matsushita, in der Bundesliga in dieser Saison ganz, ganz stark, zweitbeste Bilanz. Hervorragende Ballwechsel haben wir da immer wieder gesehen in diesem dritten Durchgang. Und dann gab es eine Auszeit von Seiten der Düsseldorfer. Und diese Auszeit, die genehmigen wir uns jetzt auch. Und wir sind gleich zurück mit Tischtennis aus Düsseldorf. Ist Bundesliga beim Spiel Düsseldorf gegen Frickenhausen mit dem Einzel Koji Matsushita gegen Wang Yanchen. Tolle Studie vom japanischen Abwehrkünstler, der sich 3 Matchbälle erkämpfte im dritten Durchgang gegen Wang Yanchen. Ein unspektakuläres Ende dieser klasse Partie. Matsushita gewinnt 2:1, wie schon im Hinspiel also ein Erfolg des 32-jährigen Japaners gegen Wang Yanchen. Bei der WM überragend, das Pokalfinale gegen Bad Honnef mit einem Sieg gegen Kongling Hui entschieden und eine tolle Bundesliga-Bilanz 14:5. Koji Matsushita zurzeit bärenstark. Super, das beste Abwehr der Welt und er hat es sehr gut gespielt, ich habe auch gut gespielt und hat gute Taktik gemacht und Anfang Drittsatz sofort das angreifen und damit habe ich ein bisschen Rhythmus verloren. Und ja, seine Aufschlag, ich habe so Probleme. Nach 6 Partien hieß es 3:3 zwischen Düsseldorf und Frickenhausen, denn Chu Yang-Zin machte mit Monrad kurzen Prozess, gewann in 2 Sätzen. Weiter also viel Spannung bei diesem Match und weiter bei uns geht's jetzt mit Herbert Steffe und Jörg Roskopf. Ja, Großkopf, ein heißer Tanz gegen Frickenhausen, aber ich glaube, das war von vornherein klar, dass es heute nicht ganz leicht wird für Ihre Mannschaft. Meine erste Frage geht allerdings auch ein bisschen in eine andere Richtung. Wie wichtig ist denn eigentlich so ein Vorrundenspiel in der Bundesliga für Sie und Ihre Mannschaft gegen Frickenhausen bei all dem riesen Mammutprogramm, das sonst noch am Tag auf Sie zukommt? Ich denke konkret jetzt in Zukunft die Champions League, das Finale oder die Europa Liga. Ja, ich denke, dass die normalen Bundesligaspiele wirklich als normaler Alltag angesehen werden. Jede Mannschaft bereitet sich mit Sicherheit besser auf die Playoff-Runde vor. Und wir werden nächstes Jahr ein neues System haben ohne die Playoff-Runde. Und ich denke, dass es auch ganz gut ist, weil dann hat jedes Spiel ist dann Anreiz. So kann man auch mal Niederlagen verkraften. Und man muss gucken, dass man eine gute Ausgangsposition für die Playoff-Runde hat. Und da wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten 3-4 Spielen darauf geschielt, wie sieht es aus in der Playoff-Runde, gegen wen möchte man ganz gerne spielen. Sie haben das Spiel angesprochen gegen Ding Song, der war ziemlich sauer, dass er im Hinspiel beide Einzel verloren hat. Jetzt gab es gegen Sie die Revanche. Ein Wort zu seinen Aufschlägen. Ist das eigentlich alles so mit den Regeln konform, wie er das so gestaltet? Ja, ich denke, dass das unser großes Problem ist im Tischtennis, dass viele Spieler ja, verkehrte Aufschläge machen. Er steht mit Sicherheit sehr frontal zum Tisch, aber auch zur anderen Seite, wie er eigentlich nicht sein sollte. Und es ist schwierig, den Ball zu sehen, aber ich habe mit seinen Aufschlägen keine Probleme. Deshalb versuche ich auch gar nicht zu reklamieren. Wir haben beide gegen ihn, spielen wir eigentlich ganz gerne und ganz gut. Und die Spiele sind immer sehr interessant und macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, die Spiele in der Vorrunde waren 19.3. Für mich gewesen, jetzt war 17.3. für ihn. Die sind immer hochklassig und sind immer sehr spannend.
Und gegen so einen Weltklasse-Mann kann man durchaus auch mal verlieren. Wir haben die Motivation angesprochen, da gibt es keine Probleme. Was macht denn der Körper? Es ist nicht mehr der eines 20-Jährigen. Sie waren in letzter Zeit oft verletzt. In Malaysia hat man das mitbekommen. Ist das 100% vorbei oder spüren Sie es noch ein bisschen? 100% mit Sicherheit nicht. Ich habe noch ein bisschen Probleme im Knie. Ich habe eine Patellasehnenreizung. Die geht natürlich nicht weg, wenn man weiterspielt und wenn man keine Pause macht. Aber so, wir haben noch 5,5 Wochen bis zur Europameisterschaften und dort würde ich ganz gerne gut spielen. Und deshalb hat mir die Pause von einer Woche jetzt mal ganz gut getan. Aber ich hoffe, dass es jetzt im Hinblick dann auf die EM besser wird, dass ich dort mit 100% spielen kann, weil ich fühle mich eigentlich von der Form her sehr gut. Und ich glaube, dass ich in Bremen sehr gut spielen kann. Aber dafür muss auch der Körper halten. Und das war im letzten Jahr nicht der Fall. Die Schulterbrosia musste sein. Meine Schulter ist sehr, sehr gut geworden. Hab mich darauf gut eingestellt. Aber der Arm hat gezwickt und jetzt zwickt das Knie. Man ist halt 30 und da ist nicht mehr so einfach zu spielen. Also wir drücken die Daumen, dass es in Zukunft nicht mehr so viel zwickt, dass alles in Ordnung geht mit den sportlichen Plänen, die Sie haben, der EM und natürlich auch hier Ihre letzte Saison bei Düsseldorf vielleicht mit dem Double der Deutschen Meisterschaft und dem Gewinn der Champions League zu Ende geht. Vielen Dank, Jörg Roskopf. So, jetzt geht's weiter mit Ding Song gegen Samsonov. Zunächst ein paar Informationen zu ihm. zu 3 Siege in der Bundesliga. Eine wahrhaft beeindruckende Bilanz natürlich von Ding Song in der laufenden Saison. Und die Zuschauer waren gespannt auf den Vergleich mit der Nummer 1 der Weltrangliste, mit Wladimir Samsonov. Der Düsseldorfer hatte beim Hinspiel Ding Song ja geschlagen, aber Samsonov ging nicht hundertprozentig fit ins Match. Sein Rücken bereitet ihm ein paar Problemchen. Außerdem empfindet Samsonov seit der Rückreise aus Malaysia ein Taubheitsgefühl im linken Ohr. Der Klimawechsel ist wohl schuld daran. Gegen Ding Song lag Samsonov zunächst meistens in Rückstand. Der Chinese machte immer wieder Punkte, vor allem mit seinen diagonal gezogenen Vorhand-Topspins. Wladimir Samsonov hat natürlich auch eine ganze Menge zu spielen bei Borussia Düsseldorf. Neben den Spielen mit dem Verein gibt es die Verpflichtungen in der weißrussischen Nationalmannschaft. Dann gibt es natürlich auch die internationalen Meisterschaften, die Turniere. Und die hohe Belastung, die ist auch der Hauptgrund für seinen Abschied aus Düsseldorf zum Saisonende. Samsonov geht ja nach Charleroi in Belgien, wo er nur einen Bruchteil der jetzigen Pflichtspiele bestreiten muss und sich dann auch ganz gezielt vorbereiten kann auf sein großes Ziel Olympia in Sydney. Und außerdem, das weiß man, gibt es auch für einen Topstar wie Samsonov in Belgien gutes Geld zu verdienen. Da war sie wieder, diese Vorhandpeitsche von Ding Song. Keine Chance in dieser Situation für Samsonov. Das zeichnet diesen Mann aus, diesen Ding Song, dass er sofort umschalten kann. Aus dem gewohnten Abwehrspiel zu solchen Vorhand-Topspins. Führung 11-7 für Ding Song. Wladimir Samsonov wirkte auch nicht hundertprozentig frisch, aber wen wundert es bei diesen vielen Matches, die er zu bestreiten hat. Außerdem dieses ständigen Wechsel auch in der Klimazone, zum Beispiel von Malaysia nach Deutschland, auch in Australien hat er gespielt, in China, in Japan, überall Wladimir Samsonov mit dabei. Das bleibt nicht in den Kleidern stecken. Ding Song, muss man zugeben, war im ersten Satz doch weitestgehend der bessere Mann. In dieser Phase der Partie hatte er alle Vorteile gegen Wladimir Samsonov. Wieder ein Beispiel für diese verzwickten Aufschläge.
Das ist das Spiel, das Samsonov mag, wenn er relativ dicht am Tisch stehend das Spiel kontrollieren kann. Faustregel, je länger ein Ballwechsel dauert, desto größer ist die Chance, dass am Ende der Punkt an Samsonov geht. Hat aufgeholt, er hat ausgeglichen, Wladimir Samsonov. Und eine seiner großen Stärken ist ja, dass er auch in entscheidenden Situationen ganz ruhig bleibt und sein Spiel durchzieht. Dieses Spiel ist geprägt von einem exzellenten Ballgefühl, von hervorragendem Blockspiel und von ganz, ganz wenigen Fehlern. Schon seit 1992 ja in Deutschland, Wladimir Samsonov, lange Jahre auch schon in Düsseldorf. Von 95 bis 99 war er der beste Bundesligaspieler im ersten Parkreuz. Beeindruckend. Das war jetzt wirklich Tischtennis auf allerhöchstem Niveau in der entscheidenden Phase des ersten Satzes. Das sind dann schon Unterschiede zwischen den beiden Nummer 2 Spielern und den beiden Topspielern dieser beiden Teams. Konzentriert jetzt Wladimir Samsonov. Das sind die Situationen, wo sich einfach auch die Stärke dieses Mannes zeigen. Natürlich sehr, sehr große Reichweite von Samsonov. Das bekommt hier Ding Song zu spüren. Nach langer, langer Zeit wieder mal eine Führung für den Weißrussen. Und diese Führung bedeutet sofort einen Satzball. Da holt er sich diesen Durchgang nach klarem Rückstand noch mit 21-19. Wie sagte ein Experte auf der Zuschauertribüne, so spielt halt ein Europameister. Ja, recht hat er. Im zweiten Satz, da ließ sich Samsonov nicht auf solch ein Wabang-Spiel ein. Von Beginn an nahm er das Heft gegen einen wahrlich nicht schlechten Gegner in die Hand. Und was für ein Ballwechsel zum 8-6. Vielleicht ist seine größte Stärke, dass er kaum Schwächen hat, Wladimir Samsonov. Wir haben einen Sprung gemacht, immer noch geht's knapp zu. 17 beide jetzt im zweiten Durchgang. Ganz klar, Ding Song wehrte sich. Er wollte natürlich seine hervorragende Bilanz nicht so einfach verschlechtern. Skeptische Miene nach wie vor bei den Düsseldorfern. Ding Song, Mitte der 90er Jahre, da war er ein ganz wertvoller Mann in der chinesischen Nationalmannschaft, wurde 94 Einzelmeister in China, 95 mit der Mannschaft Weltmeister und holte auch Bronze bei dieser Weltmeisterschaft 95 im Einzelwettbewerb. Also ganz klar, das ist der beste Mann, der je für Frickenhausen in der Tischtennis-Bundesliga gespielt hat. Spannende Schlussphase jetzt zwischen diesen beiden Top-Leuten. Samsonov immer dann stark, wenn er den Ballwechsel kontrollieren kann. Auch das war wieder ein Beispiel dafür. Drei Matchbälle für die Nummer 1 von Borussia. Er nutzt gleich den ersten.
Wladimir Samsonow gewinnt dieses wichtige Spiel, bringt seine Mannschaft in Führung. Zwei Einzel, zwei Siege für den Europameister, fast schon Alltag. Die Jungs sind nicht so schlecht drauf, also auch im ersten Spiel habe ich viel Glück gehabt. Ich war, glaube ich, in beiden Sätzen hinten und ich meine, ich bin sehr zufrieden. Ich habe schon lange nicht mehr solche Spiele gewonnen, so knappe Spiele, vor allem, wo man 16-20 zurückliegt und 17-19. Ich meine, es ist schon gar nicht so schlecht. Vor allem, ich hatte Urlaub gehabt und ja, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung heute. Es ist schon geplant, was ganz Großes, also die Hochzeit im Juli. Und ja, sieht eigentlich sehr gut aus und ich bin sehr glücklich. Wer ist die Glückliche? Sie heißt Natascha, sie kommt aus Belgrad. Na, da freuen wir uns doch jetzt schon drauf auf dieses große Ereignis. Samsonow schlug den Song, Jörg Roskopf schlug den Yi. Vor den beiden letzten Einzeln führte Düsseldorf mit 5:3. Die Gäste mussten also nun die beiden letzten Einzel gewinnen. Ein Unentschieden war ja ihr Minimalziel. Koji Matsushita gegen Yan Ching-Chu im ersten Satz. Eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Der Japaner aus Düsseldorf ging 9:1 und 15:7 in Führung. Endergebnis 21:10 für den grazilen Matsushita gegen einen gehemmt und eher behäbig wirkenden Gegner. Zur Ehrenrettung von Chu muss man aber sagen, er hatte sich am Handgelenk leicht verletzt. Und das ist so ziemlich das Übelste, was einem Tischtennisspieler passieren kann. Er konnte, er wollte nicht mehr so richtig durchziehen. Yan Ching-Chu. Die Nummer 3 aus Frickenhausen weist ja die aktuell beste Bilanz des zweiten Bundesliga-Parkkreuzes auf. 16:4 Sieg nach dem Erfolg gegen Monrad. Aber dahinter kommt dann schon Matsushita mit 13:4. Also wieder ein echtes Topspiel zwischen Düsseldorf und Frickenhausen. Hier deutet er mal an, Chu, was er zu leisten imstande ist. Klasse Reaktion. Das schnelle Spiel ist seine Sache nicht. Er liebt es, wenn er eher am Tisch stehend das Geschehen kontrollieren kann. Matsushita ist, wie man das immer wieder sehen kann, ein bisschen anders. Schon 9 Jahre spielt er jetzt für Frickenhausen. Yan Ching-Chu hat einen Vertrag noch bis 2001. Mittlerweile ist er ja Deutscher. Er wird in der deutschen Rangliste auch auf Position 3 geführt, spielt allerdings nicht mit bei der deutschen Meisterschaft am letzten Wochenende in Magdeburg. Im zweiten Satz das Ganze ein bisschen ausgeglichener. Chus Aufschlag wurde wirkungsvoller und Matsushita machte auch einige Fehler mehr. Die beiden haben in der Bundesliga erst einmal gegeneinander gespielt. Das war in der letzten Saison. Da musste sich Matsushita geschlagen geben mit 1:2. Aber jetzt sah das doch ganz anders aus. Matsushita auf der Siegestraße. Nochmal, Yan Ching-Chu riskiert auch mal wieder etwas und hat Erfolg. Er kommt heran auf 16:19. Chu ja einer nur noch von 2 Penholder-Spielern in der Bundesliga. Kollege Ding Yi, auch aus Frickenhausen, wendet ihn an, aber alle anderen Bundesligaspieler ja mittlerweile mit dem sogenannten Shakehand-Grip. Da lässt der Matsushita ganz gut laufen, Yan Ching-Chu. Aber dann solch ein leichter Fehler und der bringt dem Japaner Matchbälle.
Frickenhausen hatte ja in Düsseldorf schon zweimal 5:5 gespielt. Also es war ja nicht so unrealistisch, dieses Vorhaben, hier mindestens ein Pünktchen zu entführen. Aber jetzt ist es aus mit dieser Hoffnung. Matsushita gewinnt gegen Jan Cinchu mit 2:0 Sätzen. Klarer Erfolg für ihn und damit auch ein klares 6:3 für Düsseldorf gegen Frickenhausen. Die Väter des Erfolges mit je zwei Einzelsiegen, Wladimir Samsonow und er hier, Koji Matsushita. Er motiviert sich selber. Er ist ein Tischtennisspieler durch und durch. Ich glaube, er hat Zelluloid im Blut. Er hat eine hervorragende WM gespielt und ist eigentlich die Entdeckung, also meine, unsere Entdeckung in dieser Saison des Jahres. Wir hätten das alles nicht erwartet. Er hat in Malaysia 9:1 an der Bilanz gespielt, gegen die ganze Weltklasse gewonnen. Und ich glaube, wir werden noch viel Spaß bis Mitte Juni an ihm haben. Ich denke, dass wir zu hoch verloren haben, dass die Niederlage hoch ausgefallen ist. Wir waren die ganze Zeit dran. Wir hätten da bis zur Halbzeitpause auch führen können, 4:2. Ich denke, das Ergebnis hoch ausgefallen ist. Und gut, wir sind ein bisschen enttäuscht, muss ich auch sagen. Ich habe auch mehr erwartet heute. Ich denke, wir haben heute gegen eine sehr gute Mannschaft gewonnen. Obwohl wir auch einige verletzte Spieler hatten in unseren Reihen und obwohl wir eigentlich im Kopf schon ein wenig Richtung Niederösterreich blicken, Richtung Champions League Finale und vielleicht zurzeit mental in der Lage sind, nur 90% zu geben, weil alles diesem Champions League Finale entgegenfiebert. Umso froher bin ich eigentlich, dass vor allen Dingen Leistungsträger Matsushita heute wieder absolut souverän gespielt hat und auch Samsonow 2 Punkte machen konnte. So sieht das Ende dieser Begegnung auf einen Blick aus. Düsseldorf bleibt also Frickenhausens Angstgegner. Erst einmal gewannen die Schwaben gegen die Rheinländer und bei diesem 6:3 im letzten Jahr, da fehlte Jörg Roskopf. Wir kommen gleich nochmal zurück mit Tischtennis, zeigen Ihnen unter anderem den Ballwechsel des Tages. Bleiben Sie dran. Sicher auch noch einiges tun im Verlauf der Vorrunde der Tischtennis-Bundesliga. Das war's für heute. Wir melden uns wieder aus der Tischtennis-Bundesliga in genau einer Woche am 18. März wieder um 19 Uhr. Und dann zeigen wir Ihnen die Partie TTF Bad Honnef gegen den TTV Gönnern. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse, sage Tschüss, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Fernsehabend im DSF und verabschiede mich wie immer mit dem Ballwechsel des Tages. TTF Bad Honnef gegen TTV Rehbau Gönnern. Unsere Top-Begegnung aus der Tischtennis-Bundesliga. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, zu dieser Partie in Bad Honnef. Am vergangenen Wochenende, da hat die deutsche